draußen in beide Richtungen wegen Bauarbeiten bis morgen früh gesperrt und die A4 Aachen-Köln ist Guten Köln Morgen. in beiden Richtungen ebenfalls wegen Bauarbeiten. Gestern war ich wieder mal einkaufen bei Rewe und stelle fest, dass ich an dem Produkt. Hier ist der Deutschlandfunk. Am 4. Sonntag der Fastenzeit übertragen wir einen katholischen Gottesdienst so. Aus der Pfarrkirche. Katholischen Gottesdienst. Jetzt stelle ich fest, das hat sich wieder was geändert. Ist ganz frisch und gestern. Hier habe ich mal Wasser reingefüllt für die Versuche. Feuerzeug mal weg. Erstmal einen Kaffee trinken. Hört ihr das Glockengeläute? Ja? Gut. Dann gucken, was da läuft. Ja, das Bild, jetzt sehe ich meine Hand hier auf dem Handy. Gut. Also, wollen wir erstmal das machen. Das ist meine neue Flasche. Die habe ich schon mal von Valenzina so ein Teil reingemacht, so ein Schraubkappenteil. Kann man hier sehen. Da kann ich auch das hier ganz gut reinstecken, draufstecken und es ist dicht. Also das ist auch für spätere Versuche ganz gut. Hier sieht man das Valenzina. Ne? Das ist hier eine andere Bauart wie das hier. Das hier kann man sehen, vergleichen. Aber jetzt werde ich mal die neue Kappe, die ich von hier genommen habe, für diesen Versuch verwenden und das werde ich wieder zerlegen. Aha. Gut, das machen wir dann später. Also diese Kappe werde ich hier verwenden, dann werde ich die alte Kappe hier sehen, nehmen wir lieber die hier. Die ist ähnlich. Schon gebraucht, aber ich habe es mehrfach durchgespült. Ich hoffe, dass das nicht hier stört. Wo man natürlich das draufsetzen, müssen wir hier die Kappe abmachen. Manche Leute wissen das nicht, die drücken drauf und die Flasche platzt, weil es ihnen keiner gesagt hat. Und es steht auch nicht hier auf der Gebrauchsanweisung drauf, dass man da danach kappen. So. Kann ja wiederverwendet werden. Stelle fest, dieses ist jetzt seitlich. Neue Design nochmal vergleichen. Das so. Die Höhe. Gut. Soweit. Das stellen wir mal beiseite. Jetzt kommen wir zu dem Versuch. Ich habe also hier die Flasche einen Schlauch reingefädelt, sehr luftdicht. Das konnte ich mit einem spitzen Dorn reinbohren und dann den Schlauch hier reinquengeln. Ebenso habe ich hier eine Luftzuführung eingebaut, die aber noch geschlossen ist mit diesem Werkzeug aus der Sanitätsbranche. Krankenhausbranche oder Ärzte. Jetzt fülle ich mal das rein. Es geht mir jetzt darum, wenn ich hier drauf drücke, bei welchem Luftdruck hier kann man sehen, das Niveau hier ist gleich. Jetzt wollte ich dieses nehmen, um zu testen, wie hoch der Pegel hier steigt, wenn ich hier drauf drücke. Ich habe hier ein Metermaß,
und mit 3000 Es zeigt ungefähr jetzt so bei uns 65 cm hoch. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann sieht man hier, wie das der Pegel hier steigt. Und dann hört es auf. Und der Pegel fällt bis auf dieses Niveau. Und jetzt saugt es hier über das Rohr wieder an und der Pegel ist wieder hier. Ich hoffe, das kann man richtig sehen. Und da bin ich jetzt am Überlegen, wenn ich jetzt hier reinblase, kann ich ja mal hier so sehen, hier das Ventil öffnen. Ich könnte das auch, was dann passiert, wann es Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade und der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Grüß Gott und willkommen. Jetzt könnte ich hier mal eine Wäscheklammer drauf machen und den Druck, das heißt, ob es dann immer noch so hoch steigt, wenn ich hier den Druck den Schlauch zu machen. Der ist ungefähr 2 Meter lang. Dazu ruft uns die Überschrift zu diesem Gottesdienst am 14. Ganz ausmachen. Was vor den Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel treten. Aber Samuel sagte zu Isai: Diese hat der Herr nicht erwählt. Jetzt kann ich den. Und er fragte Isai: Sind das alle deine Söhne? Raum, Druckluftraum noch etwas verkleinern. Der Jüngste fehlt noch. Aber der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Isai: Schick jemand hin und lass ihn holen. Wir wollen uns nicht zumal hinsetzen, bevor er hergekommen ist. Isai schickte also jemanden hin und ihn kommen. Das werden wir jetzt weiterentwickeln, was wir mit diesen Erkenntnissen jetzt machen. Warte, Trinkflasche. Kaum gebraucht. Das werden wir jetzt erstmal hier wieder aufräumen. Bis später dann. Ich hoffe, die Aufnahme gefällt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Meine Uhr zeigt jetzt 10.13 Uhr an Sommerzeit. Umgestellt ist. Gucken. 8 Minuten 22, das ist ja ein